Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Happy Wheels. Wir spielen wie immer eure Level und beginnen mit Shoes von Tropfer 80. Herr Baum, in diesem Level gibt es 5, 6 inklusive Instant Victory, die du machen kannst. Du musst einfach nur draufklicken. Manchmal ein bisschen buggy, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass du nicht Steuerung drückst beim Fall. Okay, ich mach Steuerung. Choose your game. Oh. Hätte mich auch gewundert, okay. Fangen wir an mit dem Ballfall. Auch wenn ich Ballfalls nicht so unbedingt mag. Aber der sieht ja ganz schön aus. So, perfekt. Geh mal hier durch. Komm ich hier irgendwie noch nach hinten? Ja. Easy. Okay. Was kommt als nächstes? Machen wir mal hier... Rope Swing. Rope Swing ist interessant. Okay. Hier reinspringen. Und los geht's. Perfekt. Okay. Das sieht auch sehr gut designt aus, der Rope Swing. Aber ist halt auch sehr. Sind halt alle sehr kurz, aber das ist bei so einem Level eigentlich zu erwarten. Habe ich auch nichts dagegen. Jetzt nehmen wir. Obstacle-Kurs, komm. Machen wir den auch noch. Wahrscheinlich hast du den Ballfall einfach so kurz gemacht, weil... Oh, Hilfe. Wahrscheinlich hast du den Ballfall so kurz gemacht, weil direkt darunter ja noch was anderes kommen muss und du nicht so viel Platz verbrauchen wolltest. Nein, nein, nein! Oh, das war gut. Perfekt. Perfekt. Ja, ich weiß schon, dass man Shift drücken muss, um höher zu springen. Gerade eben bin ich ja schon mal übers erste ganz gut drüber gekommen eigentlich. Und... Ja gut, hier das zweite ist jetzt sehr schwierig. Weiß noch nicht so genau, wie ich das am besten mache. Nein! Hätte ja sein können. Ah, das schaffe ich nicht. Dann mache ich jetzt noch... Car Drive. Ja, machen wir auch noch. Finde ich halt ein bisschen blöd bei den Leveln. Ich habe eigentlich nicht unbedingt Lust, jetzt alle Level zu spielen, weil die sind halt alle... Das ist halt einfach nicht so spektakulär. Was haben wir noch? Epic Jump? Nee, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber es war trotzdem 5-Sterne-Level. Hat mir gut gefallen. Cave Adventure von Nachteule. Viel Spaß, ein ganz normales Level. Okay, das sieht aber schon mal cool aus. Zwar nicht unbedingt wie eine Höhle, aber irgendwie so ein altes Gefängnis oder so. Ich weiß es nicht. Okay, die fallen bestimmt runter. Ne, die fallen gar nicht runter. Die sind nur beweglich. Oh. Okay, ein Glück, dass die Plattform nicht so stark ist, dass sie mich zerdrückt. Weil ansonsten wäre ich jetzt schon gestorben. Okay, perfekt. Das war's. Fand ich trotzdem schön. Hat mir gut gefallen. Ich fand auch das Design schön. Also es war ein bisschen arg kurz, aber trotzdem sehr schön. Boss Wave von Knochenlollipop. Hi Baum, ich bin's mal wieder, dein Knochenlollipop. Ich kann ja nicht so viele Level machen, weil ich da und da hab... Hä? Verstehe ich nicht den Satz. Ich habe mich sehr verbessert im Bauen, also die nächsten Level sind dann voll Hammer. Viel Spaß. Okay. Das klingt schon mal interessant. Okay, wir müssen irgendwie ausweichen. Sieht auf jeden Fall schon mal gut designt aus. Ich habe aber keine Ahnung, wo die kommen. Du musst doch mal anzeigen, wo die Kürbisse herkommen. Hallo, ich habe dich doch berührt. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, gut. Den ersten haben wir geschafft. Next Level. Hoffentlich wird diesmal angezeigt, wo wir hin müssen. Ja, perfekt. Warum war das nicht beim ersten Boss auch so? Hallo, verliere Leben. Ach du Scheiße. Okay, ich habe wieder nur meinen Reifen getroffen. Hä? Was denn? Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich gerade verarschen? Warum soll ich es nochmal spielen? Wenn du einfach mit deinen Ausrufezeichen mir was Falsches sagst. Dein Ausrufezeichen hat sich zwar nach hinten bewegt, aber es war nicht da hinten. Es war hier. Ich war immer hinterm Ausrufezeichen. Kann ich... Das sehe ich nicht ein. Das ist echt... Naja. So, wenn man schon so ein Level macht, dann darf man es auch nicht schlecht machen. Und naja.
Ich finde das Level zwar an sich cool, aber das hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wahrscheinlich muss ich ganz vorne stehen bleiben. So. Ja, danke. Okay, gut. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf das Level. Ich gucke mir lieber ein Replay an, bevor ich hier noch rage. Level bei der Mar hat es auf jeden Fall geschafft. Das ist gut. Das ist cool, Timmy dahin zu werfen, damit er alles triggert. Das ist natürlich eine sehr schlaue Idee. Okay. Bin mal gespannt, was er am Ende gemacht hat. Beim unfairen Ausrufezeichen. Okay. Danke fürs Spielen. Das nächste Level ist ein sehr cooles. Nur so Baum. Okay, ich bin gespannt. Das hier, der Drachesatz war übel geil designt aus und der Kürbis-Boss am Anfang war auch sehr gut. Das am Ende, das hat mich einfach gestört. Aber ansonsten trotzdem ganz klar 5 Sterne. Oh, hier ist auf jeden Fall schon mal ein gut bewertetes Level von Nette Welt, Ballfro. Hey Baumi, ist dein Re-Upload nicht zu streng bewerten, weil ich bin erst 11. Okay, jetzt aber viel Spaß. Immerhin designt. Okay, ich wollte natürlich direkt in den Wind treffen, aber so leicht ist es nicht. Immerhin habe ich eine Help. Gute Help. Finde ich schon ganz nice. Okay, ich habe den Ball voll getroffen. Ballfalls sind ja nun mal kein Problem. Und Victory. Ja, war ein solides Level. Ich möchte gerne einmal probieren, danach so weit wie möglich nach da oben zu werfen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube, mit der Welt, wie weit kommt man denn da? Okay, ich habe jetzt einen anderen Ding getroffen, aber da oben, da kommt man wirklich schlecht rein, denke ich. Kann man dafür 5 Sterne geben? Ich weiß es nicht. Doch, eigentlich schon. Kriegt 5 Sterne. Bin mal wieder nett heute. John Deere 2030, das hier wird übersprungen, weil das wieder so ein Level ist, wie ich es in der letzten Folge gesagt hatte, von Luca Gaming HD. Okay, da bin ich gespannt. Das ist mein erstes Fahrzeuglevel. Für euch ist das Fahrzeug. Ne, für euch das Fahrzeug ist ein John Deere. Ja, gut, steht da ja. In der kabinenlosen Version. PS, du musst das Lenkrad anfassen, um zu spielen. Das klingt schon mal interessant. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus, der Traktor. Ich fasse nicht mal das Lenkrad an, aber es funktioniert trotzdem. Hühühü. Liefere den Anhänger am Ziel ab. Okay. Ich gebe mein Bestes. Finde ich auch cool, dass man mal so ein Fahrzeug mit Anhänger hat. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Sieht auch alles schön designt aus hier. Was dauert das denn so lange jetzt? Aber flott, ich brauche den Anhänger. Warte hier, Hänger wird abgehängt. Oh. YouTube Luca Gaming HD, Bewertung nicht vergessen. Okay, wie hat dieses Level gefallen? Ich fand, das waren 5 Sterne. Ich fand zwar, dass. Ja gut, du hättest irgendwelche Hindernisse vielleicht noch einbauen zu können oder so, aber ansonsten war es sehr nice, hat mir gut gefallen. Ropeswing von Zockergirl. Hey Baum und Community, ich habe euch ein niegelnagelneues Ropeswing gezaubert. Ein Standard-Ropeswing, also ohne Neueinbringungen. Das ist kein Problem. Hoffe, ihr habt Spaß und Good Luck. Dein Zockergirl. Immer schön den Ast dran behalten. Was für ein Ast? Als ob es das war. Oh nein, du hast falsch gespeichert. Ach man, man sieht ja, da oben geht's weiter. Gucken wir mal, ob hier in naher Zukunft ein Fix kommt, aber es sieht leider nicht so aus. Naja, dann kann ich da leider noch nicht bewerten. Ich hoffe mal, du reißt noch eine Fix-Version ein. Pogo von Glurock. Hey Baum, das ist ein Re-Upload. Ja gut. Also, Rechtschreibung. Naja, und ich habe wieder versucht, ein Pogo-Level zu machen, das hier gefällt. Viel Spaß. Okay. Ich bin gespannt. Den Pogo-Fight kenne ich schon, aber ich kannte ihn nur ohne mit ungefixtem Charakter. Und dann habe ich es geschafft, hier mit dem Fahrrad drüber zu fliegen. Das war lustig. Das war dann wahrscheinlich das, was er mit Re-Upload meinte. YouTube Blood Day. War nicht so schwierig jetzt irgendwie. Also, normal Pogo-Level sind für mich immer schwierig, aber das habe ich jetzt ganz gut geschafft, finde ich auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich dafür 5 Sterne geben kann, weil das Design war wieder wie immer nice, aber
War ansonsten nicht so spektakulär. Ich gebe mal, komm, gebe trotzdem 5 Sterne. Ich bin heute in 5 Sterne Laune. Pogo von INLP YouTube. Hi Baumi, hier ein Pogo Level für dich, aber ich weiß, dass du Pogo Level nicht magst, aber ich habe probiert, mal was anderes zu machen. Okay. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Aber wirklich, da hast du dir echt Mühe gegeben. Vor allem hier unten sogar in der Erde drin hast du echt viele Stufen noch. Obwohl ich da selber nicht so viel designt hätte. Okay, pass auf, in diesem roten Viereck wird es getriggert. Jetzt also Gas geben. Warum sollte ich Gas geben? Ich kann ja auch drüber springen. Aber gut. Falls ich nochmal sterbe, versuche ich es ganz schnell zu machen. Und zwar so, wie du es geplant hast. Aber falls ich nicht mehr sterbe, dann weißt du jetzt, welchen Bug du beheben kannst. Brauchst du natürlich nicht, du brauchst mir ja nicht nochmal einreichen, aber du weißt dann jetzt auf jeden Fall von dem Bug Bescheid. Okay, jetzt müssen wir nach hinten. Das wird schwierig. Boah, bleib da oben. Wehe, du fällst da runter. Okay. Nach hinten. Funktioniert. Nach vorne. Perfekt. Hoffe, es hat dir Spaß gemacht, YouTube INLP. Ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Es war vor allem sehr schön designt. Auch ein 5-Sterne-Level. Hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, warum es nur 2,5 Sterne hat. Obstacle Blue von Nette Welt. Hey, Baum und andere. Viel Spaß bei dem Obstacle-Kurs in Blau. Ich habe mir viel Mühe beim Design und auch beim Gameplay gegeben. Okay. Harpoon und Aerogun. Gut, das reicht Standard. Bottle Run. Oh. Da habe ich die Boosts unterschätzt. Die waren echt stark eingestellt. So. Okay, Miley Cyrus. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich in der Situation gerade meinen Kopf abgebrochen hätte. Weil das passiert sehr häufig. Das war übrigens gerade selten dämlich. Habe ich mich komplett verschätzt. Okay. Also die Boosts sind scheinbar doch ein bisschen arg zu stark. Ja, hättest du doch ein bisschen weniger doll stellen sollen. Ach Mann. Ich habe noch so einen Schwung, dass ich da wieder zurückfliege durch den Boost durch. Ja, das ist zu viel Schwung. Du hast deine Boosts ein bisschen zu stark eingestellt. Okay, diesmal hat es funktioniert. Der dauert so lange, das sollte überhaupt kein Problem sein, hier durchzukommen. War es auch nicht. Okay, Slowpart. Dann fahren wir mal. Ach komm, das muss man jetzt wirklich nicht slow fahren. Z. Ich fahre vorsichtshalber hier rüber und drücke dann erst Z. Dafür habe ich zwar meine Arme verloren, aber wenigstens werde ich es dafür auf jeden Fall nicht verkacken. Okay. Auch 5 Sterne, obwohl das mit dem Boost war halt nicht so nice, aber ich fand es eigentlich. Ich fand das Design sehr schön. Mir haben die Farben gefallen, mir hat auch das Gameplay einigermaßen gefallen. Außer halt das, was ich gesagt habe. Obstacle von Melina, du geile Sau. Okay. Herr Baum, ich freue mich, wenn du mein Level spielst. Liebe Grüße. Welchen Charakter soll ich nehmen? Ich nehme an, Fahrraddude. Wow, das sieht nice aus. Sieht echt schön aus. Pass auf. Ach so, das sind Minen. Okay. Verstehe. Custom Wrecking Ball, nice. Das schaffe ich nicht. Victor, fast. Aber war das knapp. Ist aber auch ein schönes Level. Auch wenn es ein bisschen kurz ist. Aber wenn man wahrscheinlich das erste Mal sowas mit Design probiert, dafür ist es schon eigentlich nicht so kurz. Das erste Mal, als ich designt habe, war mein Mond-Level. Und wie man bekanntlich weiß, hat das null Gameplay und war auch ungefähr noch viel kürzer als das hier. Da habe ich meinen Sohn mal schön entledigt. Und der Wrecking Ball hat mich schön geköpft. Das war einfach Instant Karma. Dafür, dass ich meinen Sohn töte, tötet mich der Wrecking Ball. So. Perfekt. Ich habe es geschafft. Jetzt kommt dieser Arrow ran. Solange hier keine Harpunen drin sind, sollte es kein Problem sein. Und ein Bottle Run, der keine gefixten Bottles hatte. Das ist nicht so nice, aber war trotzdem kein Problem, kriegt 5 Sterne. Ich glaube, ich habe alles heute mit 5 Sternen bewertet, aber ich denke auch zu Recht.
Letztes Level für heute, Jumps von Weltraumbananen. Mein Baum habe mal wieder ein Level für dich gebaut. Diesmal musst du einfach nur die verschiedenen Sprünge schaffen. Viel Glück. Alter, sieht das nice aus. Warte, das müssen wir uns nochmal hier auf der Zunge zergehen lassen. Also, jetzt mal ehrlich, das Design, das ist echt stark. Weil der Baum sieht auch richtig geil aus. Hintergrund ist so ein bisschen von meinem Dschungellevel inspiriert. Ganz klar. So. Das Level ist echt stark. Oh, schade. Sind wir wenigstens schon fast zum Victory gekommen. Warte, wenn wir hier mit Steuerung springen und dann... Oh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay, da wollte ich gerade schon restarten, aber hab's doch noch geschafft gehabt. Okay, ich mache jetzt mal langsam. Ich habe zurückgedrückt, aber es geht weiter nach vorne wegen dem Wobbeln. So. Ah gut, da kann man schlecht zurückgehen. Also mit dem Fahrradhut würde es noch etwas besser gehen, weil man damit Leertaste bremsen kann. Aber mit dem Segway ist schwierig. Weiß nicht, wie ich das schaffe. Und ob ich das schaffe. So, jetzt. Ah, schade, das war schon recht nah dran. Wie mache ich das am besten? Ich kann ja eigentlich nur so ein bisschen probieren. Ich habe eigentlich keinen Ansatz, wie ich das schaffen soll. Jawohl. Jawohl. Yes. Perfekt. Geiles Level, hat mir sehr gut gefallen. 5 Sterne auf jeden Fall. Das war es für heute gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.